Willkommen zum nächsten Vortrag im Hörsaal 4 von der Foscon Cloud Edition 2021. Hier quasi neben mir direkt ist Henning Rohde. Er ist selbstständig, nachdem es ihm einfach zu viel wurde, irgendwelche Chefs zu ertragen, die komische Ideen hatten, komische Ansichten, wie etwas zu tun ist. Und er nicht mehr das anonyme Rad im Getriebe sein wollte. Und er wollte schlicht und greifend einfach mal zeigen, was er wirklich kann, was in ihm steckt, wie er arbeiten will, und zwar so, wie er selber arbeiten will. Und hat sich deswegen vor ein paar Jahren einfach beschlossen, er wird selbstständig. Möchte jetzt ein wenig zeigen, wie kann man das aufbauen, wie kann man das erreichen, und zwar erfolgreich selbstständig sein, mit sich selbst dann im Reinen sein, auch mit seinen neuen Chefs, die sich dann Projektleiter nennen, und wie der ganze Umgang dann mit Kollegen und letztendlich Mitarbeitenden von anderen Firmen dann funktioniert. Henning wird den Vortrag quasi mehr oder minder frei halten. Also es gibt keine Präsentation oder ähnliches. Er wird erzählen. Wenn ihr Fragen habt, kommt ins Big Blue Button. Wir planen momentan eine Q&A-Session am Ende des Vortrags. Wenn ihr zwischendurch aber schon Fragen habt, kann es sein, wenn sie direkt passen, dass man die reinpacken kann oder halt am Ende. Das Ziel ist, dass ich die Fragen dann vorlese und Henning diese dann beantworten kann, damit die Fragen auch im Stream ankommen. Und jetzt übergebe ich einfach das Mikro an Henning. Viel Spaß. Moin, danke für die Einleitung. Tja, das Ganze, was Reince jetzt gerade eben erzählt hat, ist inzwischen gut 12 Jahre her. Ich bin auch schon doppelt so lange auf Linux und anderen Unixen zu Hause. Als klassischer Sysadmin habe ich in der Zeit eine Reihe von Konzernen bei Aufzug, Betrieb und Pflege von unixoiden Systemen in deren Rechenzentren unterstützt. Modernerweise schimpfe ich mich also Betriebs-DevOpsler. Fachrichtung wären Infrastruktur und Automatisierung. Die dabei erworbenen Fähigkeiten wurden auf die Probe gestellt beim Outsourcing, wo ich das deutsch-indische Team auf der deutschen Hälfte habe betreuen dürfen. So, einmal, wir fangen an mit einem Disclaimer. Das hier möge bitte niemand für eine Rechtsberatung halten. Und auch eine Gründungsberatung ist was total anderes. Es geht um meine Meinung. Euch mag es anders gehen, euch mag es anders gegangen sein. Mir geht es nicht um eine Glorifizierung der Selbstständigkeit und ich möchte auch kein Bashing des Arbeitnehmertums betreiben. Mir geht es nicht um einen Austritt aus dem Sozialstaat. Und ja, dazu muss ich ein paar Dinge anschaulich machen und verständlich machen. Dazu muss ich abstrahieren, muss ich vereinfachen und gegebenenfalls pauschalisieren. Abgrenzen muss ich mich dahingehend, es geht um Dienstleistungen in der IT. Es geht nicht um ein investitionsbedürftiges Produkt, sei es Software, sei es Hardware und auch keinen Handel. Wer bin ich? Ups. Gegründet habe ich die UG 2009. Wie gesagt, gestartet als klassischer Sysadmin. Meine aktuellen Rollen neben dem Betriebs-DevOpsler inzwischen Infrastrukturarchitekt und im Projekt davor war, habe ich Analyse und Konzeption für Rechenzentrumsmigration gemacht. 2011 habe ich den Hamburger Freelancer-Stammtisch mitgegründet. Den gibt es immer noch. Gerade jetzt haben wir mal wieder zwei Termine, wo wir zumindest teilweise uns real gesehen haben, ansonsten natürlich online. Und jenseits von der IT bin stolzer Vater, Vorstand eines Fördervereins einer Selbsthilfegruppe und gegebenenfalls kennt der ein oder andere mich als Chico auf dem Chaos-Kongress. Bevor man in die Selbstständigkeit startet, braucht man ein paar Vorbereitungen. Erstmal klären wir, warum man sich selbstständig macht. Im kleinen Absatz, wann wohl besser, eher nicht. Und dann die materiellen Voraussetzungen für die Selbstständigkeit, nämlich den Begründung, hier Businessplan. Danach klären wir einmal den rechtlichen Rahmen, unterhalten uns ein bisschen Steuern und dann Vorsorge und Absicherung. Der nächste Part, die Auftragssuche, ist das Kernelement des heutigen Vortrags.
Einen ähnlichen Vortrag habe ich schon auf den Chemnitzer Linux-Tagen gehalten. Dort habe ich mich bemüht, einen Gesamtüberblick über alles zu halten. Heute geht es etwas mehr um, wie kriege ich ein Projekt, wie verhalte ich mich gegenüber dem Vermittler und wie schaffe ich es durch das Vorstellungsgespräch beim Endkunden. Warum macht man sich selbstständig? Sicherlich für viele steht das Geld im Vordergrund, aber das ist nicht zwingend das Einzige. Es gibt Kollegen, die sind primär aus ihrem Selbstverständnis, aus ihrer Eigenständigkeit selbstständig. Sie würden sich als Angestellter selten wohlfühlen. Der ein oder andere, unter anderem ich auch, habe einen komplexen Lebenslauf, nicht nur ein abgebrochenes Studium. Erst mit 30 bin ich das erste Mal echt zu arbeiten angefangen. Und dann gibt es noch atypische Profile, sowas wie echte Experten. Gibt es mehr von, als man denkt, aber die würden bei einem einzigen Auftrag Arbeitgeber nicht glücklich werden. Oder sowas wie, ich möchte nur 4 Tage die Woche arbeiten. Oder ich möchte den Sommer auf dem Surfbrett und den Winter auf Skiern verbringen und die Zeit dazwischen steht dann frei zum Arbeiten. Welches sind die Nachteile bei einer Selbstständigkeit? Punkt 1, mehr Belastung und Stress. Man ist selbst und ständig und überall und vor allen Dingen alleine. Man hat kurze Vertragslaufzeiten. Der Arbeitsvertrag ist, sofern man mal von den befristeten Verträgen absieht, in der Regel auf unbefristete Zeit geschlossen. Freelancer-Verträge, modernerweise quasi nur noch ein Quartal. Alles Längere habe ich ewig nicht gesehen. Und in dem Moment, wo man das Ende des Auftrags sieht, muss man sich schon während des laufenden Auftrags um einen Neukunden bemühen, sofern denn der Kunde so fair ist, einem das exakt das mitzuteilen. Weiterhin ist man von diesem Auftraggeber abhängig, sei es, dass der sagt, du brauchst jetzt gerade nicht so viel zu arbeiten oder ihr könnt gerade nicht zahlen. Die allgemeine wirtschaftliche Lage und die persönliche Gesundheit. Mich hat das Ende Januar erwischt, da bin ich im Treppenhaus mal kurz ausgeglitscht und für eine halbe Woche ausgefallen. Wenn ich mit dem Hinterkopf statt mit dem Ellbogen aufgekommen wäre, hätte das etwas anders ausgesehen. Zusammengefasst, der gesamte gesetzliche Schutz des Arbeitnehmers fällt weg. Das muss man kompensieren können. Demgegenüber haben wir Privilegien. Zum einen steuerlich, sei es den Umsatzsteuerabzug, seien es die erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten gegenüber dem Arbeitnehmer. Ja, Arbeitnehmer können inzwischen auch ihre Büroausstattung abschreiben, aber das geht erst problemfrei seit letztem Jahr. Für mich als Selbstständigen ist es überhaupt kein, oder war es in der Vergangenheit überhaupt kein Problem, das, was ich hatte, in den Bilanzen unterzubringen. Sozialversicherungsrechtlich ist die Absicherung auch gestaltbar. Wir hören nicht erst das erste Jahr, dass die deutsche Rentenversicherung gegebenenfalls vom Konzept her grob geändert werden muss. In dem Moment, wo man es schafft, selber vorzusorgen, ist man dort eher auf der sicheren Seite. Den stehenden Pflichten gegenüber, sei es, dass man Steuern zahlen muss, damit man Steuern zahlen kann, muss man Buchhaltung betreiben. Das gesamte Thema ist erheblich mehr mit Eigenverantwortung belastet und, wie gerade eben gesagt, man muss gefälligst vorsorgen. Welche Chancen ergeben sich? Finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit, sofern es denn einem gut geht. Freiräume zur Entfaltung, denn wer soll mir sagen, was ich heute oder morgen tun soll? Man hat gegebenenfalls eine freie Zeiteinteilung. Und man bricht aus den üblichen Arbeitnehmerwertungsschemata aus. Ups, was war hier?
Dem stehen Risiken gegenüber. Man steht in der Haftung bis hin zur Insolvenz. Man steht stets und ständig in einer gewissen Unsicherheit. Es gibt Kollegen, die müssen sich Neid- und Ideologiediskussionen stellen. Und das Pferd führt zu eins. Fehler in der Eigenverantwortung und Vorsorge könnten gegebenenfalls fatal sein. Wann sollte man eine Selbstständigkeit eher nicht machen? Naja, wenn man es aus der Not heraus, aus dem Impuls heraus macht. Ich möchte auch. Nee, du möchtest nicht. Du möchtest das gefälligst mit Plan machen. In dem Moment, wo man sich in einem instabilen und aversen Umfeld befindet, wo man gesundheitliche und psychische Risiken hat und wenn man ziemlich viel Geld laufend braucht, sei es der Unterhalt für die Ex-Frau, sei es der für die Kinder, diese Unterhalte muss man erstmal erwirtschaften können. Und ich kenne wenige, die mit Belastungen den Start in die Selbstständigkeit erfolgreich geschafft haben. Kommen wir zum Businessplan. Die erste Frage, die sich stellt, ist, was kann ich? Denn irgendetwas brauchen wir, womit wir uns oder was wir gegenüber dem Kunden erbringen oder bewirken, damit der im Anschluss einen bezahlt. Wo wir von Bezahlung sprechen, wie viel bin ich wert? Denn das Bruttogehalt des Arbeitnehmers kann ich dort nicht eins zu eins gegensetzen. Demgegenüber ist eine Frage, was zahlt der Markt? Je nachdem, in welchem Bereich man Entwickler ist, werden ganz unterschiedliche Margen gezahlt, sei es in den Erfahrungsstufen noch viel noch mehr Differenzierung. Dann sollte ich die Höhe meiner laufenden und langfristigen Kosten kennen. Und dazu zählt unter anderem auch, dass ich die Zeit überbrücken kann, bis die erste Rechnung eingegangen ist. Und von irgendwas muss Miete bezahlt werden und von irgendwas muss man auch leben. Schließlich stellt sich die Frage, wie viel kann ich arbeiten? Und wie viel will ich arbeiten? Sowie wo will ich arbeiten? In Anführungszeichen, dank Corona ist Remote inzwischen ein erheblich geringeres Problem, als es vorher war. Vor Corona habe ich es nie erlebt, dass man mehr als einen Tag die Woche Homeoffice machen konnte. In der Regel haben die Projektleiter verlangt, dass man nach Möglichkeit vor Ort lokal war. Ich habe in Hamburg das Glück, dass ich hier bislang jeweils einen Kunden gefunden habe. Andere Kollegen sind quer durch die Republik gechattet und gefahren. Damit kommen wir zum rechtlichen Rahmen. Was heißt eigentlich Freiberuflichkeit? Kommen wir erstmal zur geläufigen Definition Freelancer, denn die ist mehr als der Freiberufler. Man ist alleine selbstständig, man ist im Projekteinsatz auf Zeit. Und ich habe mal für mich, insbesondere für den Stammtisch, festgelegt, es ist egal, ob ein Gewerbe angemeldet ist oder ob eine Kapitalgesellschaft gegründet wurde. Dieser Vortrag bezieht sich auf beide Kategorien oder auf alle Kategorien. Freiberuflichkeit ergibt sich aus den Katalogberufen. Arzt, Anwälte, Architekten, Ingenieure, Hebammen bis hin zu Künstlern, Schriftstellern und Lehrern. So wie die betreibt man Wissensarbeit. Es geht nicht darum, dass man mit Hammer und Meißel irgendwie eine Wand einreißt, sondern das, was man tut, macht man, weil man es weiß. Und man ist höchstpersönlich tätig. Es ist nichts etwa hier keine Tätigkeit, die man irgendwie an einen Hiwi delegieren kann. Selbstständigkeit heißt in diesem Kontext auf eigene Rechnung tätig. Heißt, von der gesetzlichen Sozialversicherung ist man ausgenommen, weil Gegenschluss zur abhängigen Beschäftigung nach § 7 SGB IV und besteuert wird nach Gewinn. Was muss man jetzt tun, damit man sich selbstständig macht? Eigentlich
muss man sich nur beim Finanzamt anmelden. Es geht nicht um eine Genehmigung wie bei der gewerblichen Gründung, sondern wirklich nur eine Anmeldung, ich bin jetzt selbstständig. Und man sollte besser eine Krankenversicherung haben. Zu den Details komme ich gleich. Bonuspunkte gibt es, wenn man sich schon mal um eine geschäftliche Bankverbindung gekümmert hat, wenn man schon mal mit einem Steuerberater gesprochen hat und wenn man sich Gedanken gemacht hat, wie man die Buchhaltung steuern möchte. Denn spätestens nach Zahlung der ersten Rechnung fällt das einem sonst auf die Füße. Damit kommen wir auch schon zu den Steuern. Anfangen mit der Umsatzsteuer. Ihr kennt sie alle. Es ist die Mehrwertsteuer. Aufschlag von 19%. Letztes Jahr waren es noch 16 vorübergehend auf Rechnungen. In der Umsetzung macht man oder wird das Ganze als Vorsteuer abgezogen und muss beim Finanzamt angemeldet werden. Damit sich das Ganze nicht potenziert, kann ich für jede Rechnung, die an mich gestellt wird, den entsprechenden Vorsteuerbetrag geltend machen. Das nächste ist die Einkommensteuer. Auch die kennt ihr als Arbeitnehmer. Progressiv steigende Steuer, weil wir in Deutschland haben mal den Versuch gestartet, das ein gerechtes Steuersystem zu haben. Deswegen sei es wohl das komplexeste der Welt. Man kann die Einkommensteuer auf zwei Faustformeln runterrechnen. 42% des Einkommens abzüglich 9.150 Euro oder 15.000 zuzüglich 52% oberhalb von 58.000. Warum stehen hier Zahlen? Warum stehen hier Prozente? Ganz einfach. Zur Deutlichmachung, dass weniger als die Hälfte des Umsatzes im Anschluss bei einem verbleibt. Es hat genug Kollegen gegeben, die nach der ersten Rechnungszahlung den Pkw gekauft haben und im Anschluss erstmal böse krabbeln mussten, als die Steuerzahlung anstand. Kommen wir zum Thema Vorsorge und Absicherung. Wie gerade eben schon benannt, Krankenversicherung. Wir haben in Deutschland eine Versicherungspflicht mit Wahlrecht. Entweder man versichert sich als Selbstständiger freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Pflegeversicherung ist immer mit Brei. Das heißt, man trägt selber den kompletten Beitrag, der bislang von Arbeitgeber und Arbeitnehmer halbiert getragen wurde. Dabei kommen Beträge von Minimum 200 Euro raus, wenn man an den unteren Einkommenslimits arbeitet oder erzielt. Maximal gibt es eine Deckelung bei ca. 900 Euro. Das ist augenscheinlich vergleichsweise viel, insbesondere wenn man das mit der Deckelung, mit der Halbierung auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber vergleicht. Dementsprechend die private Krankenversicherung erheblich günstiger in der Regel, weil es sind Einkommen, hier Risiko- und leistungsabhängige Beiträge unabhängig vom Einkommen. Aber im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung sind die Versicherungsbeiträge auch trotz Krankheit fällig und es gibt in der Regel eine Beitragssteigerung im Alter, wobei es dort inzwischen die Tarife flexibler geworden sind. Es gibt Standard-, Basis- und Notlagentarife, aber auch die sind nicht ohne Nachteile. Ah ja, eins noch. In dem Moment, wo man Kinder hat, die müssen bei demjenigen versichert sein, der die private Krankenversicherung hat. Und das wird ganz schnell mal ziemlich teuer. Kommen wir zur Altersabsicherung. Das, was ich vorhin meinte, von wegen Absicherung gestaltbar, wäre dann die private Eigenvorsorge. Man zahlt in der Rentenversicherung ein. Man kauft eine Immobilie, man baut Wertpapiervermögen auf. Gegebenenfalls kann man auch die Firma so weit aufbauen, dass sie als in sich einen Wert hat. Aber das Ganze hat keinen Schutz vor Insolvenz,
Sprich, wenn es mir schlecht geht, ist davon am Ende nichts mehr über. Und mit der steuerlichen Anrechnung wird es relativ schwierig. Daraus gibt es dann sogenannte Steuersparmodelle, wo sich der ein oder andere Steuerberater oder Finanzberater eine gute Nase mit verdient. Ich schlage vor, damit vorsichtig zu sein. Um das zu beheben, hat der Gesetzgeber mal die Rürup-Rente ins Leben gerufen. Die ist nämlich insolvenzfest. Die Anbieter müssen ihre Produkte durch das Bundeszentralamt für Steuern zertifizieren lassen. Es gibt dann die Möglichkeit, entweder in eine konventionelle Rentenversicherung oder in Fonds zu investieren. Aber im Ergebnis verdammt unflexibel. Und aufgrund der Zertifizierung und der Provision, die darauf gezahlt werden müssen, gibt es ziemlich hohe Fixkosten. Was sind die darüber hinaus notwendigen Versicherungen? Punkt 1, die Berufshaftpflicht. Sei es, dass man im Dienst irgendein Mist baut, sei es ein Datenbankvolumen ohne Check zu löschen, sei es ein sogenanntes Rough Cleanup Script, welches einmal kurz den File-Server leerräumt und damit einen Produktionsausfall von zig oder hundert Personen für N Stunden oder Tage produziert. Dafür zahlt eine Berufshaftpflicht. Analoge Fälle sind offene S3 Buckets oder API Keys, die man mal aus Versehen ins öffentliche Repository gepusht hat. Dann für die Eigenabsicherung die Berufsunfähigkeit. Auch dafür muss Geld eingeplant werden. Damit kommen wir zum Hauptteil des heutigen Vortrages, der Auftragssuche. Das, was einem sich sicherlich als einfachster Weg erschließt, ist die Direktakquise. Man geht auf einen Kunden zu, fragt ihn, ob man für ihn arbeiten kann, aber daraus ergeben sich ein paar kleine Probleme. Erstens, wir haben das maximale Ungleichgewicht. Je größer der Kunde, desto mehr kann er mit dem kleinen Freelancer machen, was er möchte. Die größeren Kunden, insbesondere die Konzerne, für die ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, möchten gar keine Verträge mit einem einzelnen Freelancer haben. Die wollen lieber einen Personaldienstleister dazwischen geschaltet haben, der für die Abrechnung macht. Darüber hinaus erhoffen sich die Kunden dadurch eine Normierung im Sinne von, wenn ich einen Sysadmin brauche, irgendeinen, dann darf der mich maximal so und so viel kosten. Der möchte nicht mit Henning Rode darüber verhandeln, wie hoch der Stundensatz denn sei. Dazu werden dann sogenannte Personaldienstleister und Vermittler eingeschaltet. Die befinden sich auf einem ziemlich umkämpften Markt, weil die kassieren 10-20% der Marge on top auf den Stundensatz. Das ist ziemlich Geld, oder? Und um es auf den Punkt zu bringen, das Geld wird für die gesamte Vertragslaufzeit kassiert, ohne eine wesentliche Gegenleistung für diese Leistung oder für diesen Betrag zu erbringen. Gefährlich wird es in dem Moment, wo Vermittler beauftragt, weil da potenziert sich ganz gern mal die Marge, sodass man als Freelancer im Anschluss nur noch einen Bruchteil dessen abkriegt, was der Kunde für die Leistung bezahlen muss. Ich selber habe bislang zusammenarbeiten können mit Hays, der Gulp, inzwischen sind sie eine Tochter von Randstad, und der Constaff und kann sie alle drei empfehlen. Darüber hinaus gibt es noch eine Allgeier, eine Ferchau, eine IPS Ways, eine Solcom und diverse andere mehr. In dem Moment, wo man mit denen in Kontakt tritt, brauchen die ein IT-Profil, kommen wir gleich zu,
und gegebenenfalls Referenzen. Wie kommt man mit denen in Kontakt? Punkt 1, über ihre eigenen Portale. Da es aber von den Vermittlern durchaus viele gibt und es Arbeit bedeutet, die Portale einen nach dem anderen durchzusuchen, gibt es auch Projektmarktplätze. Ich habe dort ein paar genannt, kann dort aber keine Empfehlung aussprechen. In der Regel ist es so, dass die Portale einen Beitrag von mir als Freelancer haben möchten, damit ich dort Anfragen beantworten kann. Je nachdem, wie viel man dort oder bei wie viel man dort Mitglied wird, kommen da durchaus erträgliche Beträge zusammen. Darüber hinaus gibt es die Freelancer-Foren in den sozialen Netzwerken, sei es Xing, sei es LinkedIn und auch diverse oder andere. Facebook habe ich keine Ahnung von, findet man mich nicht. Kann dort nur von Hörensagen sprechen. In dem Moment, wo man dort vertreten ist, wird man manchmal angeschrieben. Zum Teil von Agenten, die einem den nächstbesten Arbeitsvertrag unterjubeln wollen, im Sinne von, Sie haben doch einen Gehaltswunsch gesagt, dann müssten Sie doch eigentlich offen sein für diesen Vertrag. Ja, aber damit man mich aus meiner Selbstständigkeit rausholt, ich mich von einem Arbeitsvertrag überzeugen kann, muss es mir entweder dreckig gehen oder der Arbeitsvertrag muss so gut sein, dass ich für den bereit wäre, die Selbstständigkeit aufzugeben. Aber auch die anderen, die freie Leute auf den, in den Profilen suchen, haben nicht unbedingt Fachkenntnis, um nicht zu sagen gar keine. Entsprechend muss man die mit hinreichend Vorsicht und Skepsis betrachten. Was wollen die im Anschluss von einem haben? Ein Projektprofil. Jenes stellt dar, wer man ist. Hier, bei mir schaut es so aus. Im Sinne von Anschrift, Jahrgang, gegebenenfalls Foto. Welche Ausbildung hat man? Welche Qualifikation hat man? Daneben eine Liste und an Auswahl an Projekten. Wo ist man wann bei wem gewesen? Wobei die meisten Freelancer, die ich kenne, schreiben nicht den direkten Kundennamen, sondern umschreiben jenes. Wie lange hat das Projekt gedauert? Und welche Produkte wurden primär eingesetzt? Gerne auch, welche Rolle hatte man in dem Projekt? Welche Aufgaben? Und gegebenenfalls kann man benennen, welche besonderen Herausforderungen gab es? Bei mir ist es die letzte Seite, eine Kenntnismatrix. In welchem Thema bin ich wie gut, sodass der Vermittler weiß, folgende Themen sind gefragt, welche Haken kann er schon setzen? Meine Best Practice dazu lautet, man möge das Ganze in einem PDF-Format dem Vermittler zur Verfügung stellen, aber darauf vorbereitet sein, dass die Herrschaften gegebenenfalls ein Word-Dokument haben möchten, damit sie es nach ihrem CI aufbauen können. Das Dokument muss ein klares Layout haben und einen eingängigen, selbsterklärenden Aufbau. Ziel ist es, dass es Kompetenz, Seriosität und Seniorität ausstrahlt. Und ganz wichtig, bitte benennt nicht den Stunden- oder Tagessatz, denn spätestens dann, wenn dieses Profil dem Endkunden vorgelegt wird, müsste jenes rausgestrichen werden. Das ist eine Arbeit, die ist unnötig. Bitte achtet darauf, dass ihr das Profil prägnant haltet. Und ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, diese Profile in einem beschreibbaren Format dem Vermittler zur Verfügung zu stellen. Dennoch
rate ich dazu, es diese Dokumente nicht per DRM zu schützen und auch nicht Copy and Paste auf anderen Wegen abzustellen. Denn gegebenenfalls möchten die oder macht es Sinn, dass die Vermittler die Eingaben aus dem Profil in ihre eigene Datenbank übertragen. Ich habe vorhin was von Suchalgorithmen in den sozialen Medien gesprochen. Ganz wichtig im Profil, die für euch relevanten Suchbegriffe müssen mehrfach drin auftauchen, denn der allereinfachste Algorithmus lautet, wie oft findet sich das Wort Samba oder welches andere auch immer im Profil wieder? Sofern es dann zum Recruiter-Kontakt gekommen ist, spricht man im ersten Ansatz in der Regel mit dem First Level. Heißt, es sind Candidate Relations, es sind Partner Manager, es sind Recruiting Manager oder sie nennen sich Talent Acquisition. Jene Herrschaften haben weder Kunden noch Fachkenntnisse. Sie wissen vielleicht, wie der Kunde heißt, aber genauere Anforderungen braucht man von ihnen nicht erwarten. Ihre Aufgabe ist es nämlich nur, ein Pool an Kandidaten aufzubereiten, die dann im nächsten Schritt dem Senior Account Management, gegeben werden. Jetzt haben wir es. Das ist der sogenannte Second Level, heißt, der Account Manager weiß wirklich um den Kunden, betreut ihn, sofern es sich nicht um Neukunden handelt, und hat in der Regel auch grobe fachliche Kenntnisse. Dessen Aufgabe ist es, den Pool auf maximal 2, 3 Kandidaten zusammenzukürzen, damit diese dann dem Endkunden vorgestellt werden können. 2, 3 ist inzwischen mutig. Bei aktueller Marktlage sind die Vermittler oftmals froh, wenn sie überhaupt nur einen Kandidaten vorstellen können. Mal wieder Empfehlungen meinerseits. Die Telefoninterviews müssen, wenn irgend geht, zeitlich geplant werden. Ja, auch ich bin schon angerufen worden. Mitten in der Autofahrt beim Einkaufen. Herr Rode, wie schaut's aus? Hab Ihnen gerade eine E-Mail geschickt, folgendes Projekt. Nee, passt gerade nicht. Man ist, je nachdem, wie nötig man in dem Moment das Projekt braucht, ist man versucht, dort die Anfrage sofort zu beantworten. Wenn ihr könnt, versucht es, dass ihr einen Termin vereinbart, wo ihr konkret miteinander sprechen könnt. Termin, wenn irgend möglich, am gleichen Tag, weil morgen ist man zu spät. In dem Telefoninterview habe man bitte das IT-Profil und die Ausschreibung zur Hand. Denn ich habe noch keine Ausschreibung gesehen, die frei von Missverständnissen oder Unlogiken waren. Aufgabe in diesem Termin ist es, Verbindlichkeit auszustrahlen. Im Sinne von, ja, das ist ein Job, von dem ich sagen kann, dass ich ihn leisten kann. Oder zu sagen, okay, nicht mein Thema, da lasse ich besser die Finger von. Unangenehm waren mir Gespräche, die ich im Beisein von anderen führen musste. Worst case, beim aktuellen Kunden oder Ex-Arbeitgeber vor Ort. Dann, wie gerade eben benannt, mit Zeitdruck und Lärm, wo man böse drauf aufpassen sollte, ist, dass man dem Vermittler zusagt, Leistungen erbringen zu können, die man nicht kann. Außerdem, bitte habt ein vernünftigen Preis für euch vor Augen. Den muss man vorher überlegen. Damit im Telefoninterview nachzudenken, ist definitiv zu spät. Oftmals verlangen die Vermittler All-Inclusive-Kurse. Heißt,
Sofern es sich um Projekte in Anwesenheit handelt, sei Hotelrechnung und Anfahrt und andere Spesenkosten alles reingerechnet. Gegebenenfalls auch inklusiv einer zu leistenden Rufbereitschaft. Seid an dieser Stelle ganz, ganz vorsichtig, denn wer weiß, wie teuer das Hotelzimmer in München zur Messezeit ist. Im Ergebnis hat Standardantworten, dazu zählt die Preisfrage, und Gegenfragen parat und cool bleiben. Cool bleiben und Verhandlungsgeschick beweisen. Bevor das Projekt dann im Anschluss an den Endkunden geht, sprich das Profil, sollten wir uns nochmal über Projekttypen unterhalten. Da wäre zum einen, dass jemand beim Kunden ausgefallen ist. Hat gekündigt, wurde gekündigt, krank geworden. Der reguläre Prozess für eine Stellenausschreibung dauert zu lange. Der Arbeitsanfall kann nicht teamintern abgefangen werden. Wir brauchen einen Freelancer, der in der Zwischenzeit die Arbeit macht. Dafür wird in der Regel per sofort gesucht. Aber in der Regel hat man dafür auch ein kurzes Ende, dann, wenn die eigentliche Arbeitskraft gefunden worden ist. Dann gibt es den Projekttyp Spezialexpertise wird gesucht. Die sind nicht ganz so kurzfristig, aber doch relativ zeitnah, weil im Projekt festgestellt wurde, dass man an einen Blocker kommt, den man intern nicht lösen kann. Ende ist dann erledigtes Werkergebnis. Gegebenenfalls kann das aber auch ein langfristig angelegtes Projekt sein, welches dann gegebenenfalls in Teilzeit erbracht wird. Dann gibt es Projekte, um Lastspitzen abzufangen. Sei es das quartalsweise halbjährliche Durchpatchen sämtlicher Maschinen. Oder Betriebssystem-Upgrades. /11 auf 12, 12 auf 15, wie auch immer. Rollouts, Migrationen. In der Regel ist dann ist man dort dann in Vollzeit tätig. Und es gibt noch die Ausnahme, dass man selbst während dieser Zeit den Betrieb machen möge, während das Stammpersonal sich um das Projekt kümmert. Ist ein und für sich die für den Auftraggeber lohnendste Variante, sehe ich aber in der Regel quasi nie und nur in Ausnahmen. Dann gibt es noch Großprojekte. Die sind auf lange Sicht, sprich, dort wird eine Besetzung mindestens mit 4, wenn nicht gar 8 Wochen oder länger Frist gesucht. Aber zum Teil wird sie nur vielleicht gesucht, weil vielleicht gibt es das Budget gar nicht, mit dem man das Projekt starten möchte. Demgegenüber wird verlangt, dass man sich unbedingt bereithalten soll. Mit 8 Wochen, da könnte es sich ja vielleicht inzwischen was anderes ergeben haben und sei es ein Kunde, der besser zahlt. Nein, man unterschreibt dafür, dass man sich bereithält und in der Regel ohne, dass man dafür einen Ausgleich erhält. Insbesondere, wenn es um öffentlich-rechtliche Kunden geht, geht es dann um Ausschreibungslose, für die man gewährleisten muss, dass man sämtliche benannten Anforderungen vollständig erfüllt. Ich habe mich bislang noch nicht um solche Lose beworben. Ich kann nichts darüber sagen, wie das im Anschluss abläuft, aber es hört sich verdammt bürokratisch an. Damit kommen wir zur Vorstellung gegenüber dem Endkunden. Teilnehmer ist dann erstmalig jemand, der was über den Job weiß. Nämlich die disziplinarische Ansprechperson, die fachliche Ansprechperson,
der Bedarfsträger. Meistens findet dieses Gespräch statt mit dem Recruiter. Ich habe aber auch schon Gespräche erlebt, wo vom Kundenseite aus gefordert wurde, dass ich dort alleine hinginge. Man bekommt meistens ganz normale Fragen aus dem Arbeitnehmervorstellungsgespräch gestellt. Entsprechend lohnt es sich, die dafür zur Verfügung stehende Literatur mal beobachtet zu haben. Ganz selten haben die Firmen Spezialprozesse fürs Onboarding von Freelancern. Die Termine bieten erstmalig eine sinnvolle Chance, Gegenfragen zu stellen. Ich habe vorhin Missverständnisse oder Unlogiken in der Ausschreibung erzählt. Das, was man sich selber vorstellt, ist auch nochmal wieder, oder daraus interpretiert, ist auch nochmal wieder was anderes. Und die Sachlage kann sich in der Zwischenzeit sogar geändert haben. Spätestens jetzt sollte man, wenn es sich um ein Betriebsprojekt handelt, auch mal die Rufbereitschaft ansprechen. Es werden, bei mir waren es inzwischen 3 Projekte, wo eine Rufbereitschaft im Nachhinein in den Vertrag hineinverhandelt wurde. Prämisse bei dem Gespräch: Vertrauensaufbau von Seiten des Freelancers und Risikominimierung von Seiten des Kunden, denn der Kunde investiert erhebliche Summen darin, nämlich den eigenen Umsatz, dass der Job erledigt werde. Er hat einen aufwendigen Prozess des Suchens hinter sich und gegebenenfalls offenbart er einem Firmeninterner. Natürlich tut er das. Und damit sind wir im Widerspruch zwischen einem möglichst unverzüglichen Arbeitsbeginn und einem langsamen Aufbau von Vertrauen. Best Practices aus meiner Sicht: Stell da, wofür du stehst. Was ist der Mehrwert, den du als Person mitbringst? Was ist die Leistung, die du als Person erbringst? Und Gegenfragen herstellen, hier vorbereiten, damit das Gespräch rund wird, damit man ins Diskutieren, ins Reden kommt, nicht dass einem jedes Wort aus der Nase rausgezogen werden muss. Was sollte man im Endkundengespräch niemals tun? Über Preise sprechen. Denn der Endkunde weiß in der Regel nicht, wo die Marge des Vermittlers ist und wie viel Geld man selber bekommt. Und Diskussionen, warum es ein Missverständnis in der Ausschreibung gab, bieten sich auch gerade an der Stelle nicht an. Man möchte harmonisch auseinandergehen. Im Ergebnis: sprecht über gemachte Erfahrungen, sprecht über in Positivbeispielen, was ihr bislang geleistet, was ihr bislang bewirkt habt. Damit kommen wir zum ersten Einsatz beim Kunden. Erstmal, don't panic. Der Erstkundenkontakt ist immer eine Herausforderung, total aufregend, aber Ball flach halten. Auch wenn der Kunde nichts vorbereitet hat. Es gibt keinen Arbeitsplatz, es gibt keinen Rechner, es gibt keinen Login. Auch keine Panik, wenn der Kunde sagt: Hey, ich habe gar keinen Bedarf mehr für dich. Mir ist es bei einem großen französischen IT-Dienstleister so gegangen. Am zweiten Tag kam der Projektleiter auf mich zu: Du Henning, wir wollen, dass dein Job von einem Intern gemacht wird. Richte dich mal darauf ein, dass spätestens nächste Woche Schluss ist. Ergebnis waren 2 Jahre. Oder der Kunde sagt: Wir brauchen unsere Systeme nicht mehr patchen. Wir fahren immutable. Okay. Auch wenn es in dem Projekt ein paar Leerlaufzeiten gab, es sind trotzdem 1,5 Jahre geworden, die ich für das Unternehmen tätig war. Also, don't panic. Es ergibt sich immer was. Welche Fragen kann man dem Kunden stellen?
Oder sollte man klären, wie lautet die Erwartungshaltung an einen? Sei es am Arbeitspensum. Ist das Budget gedeckelt auf 8 Stunden pro Tag? Oder ist der Kunde froh, dass man so viel wie irgend möglich bewirkt und ist auch bereit, 12 Stunden zu bezahlen? Wann soll man anfangen? Aus der Teamdynamik könnte es gegebenenfalls Sinn machen, dass man morgens um 7 anfängt. Andere Kunden, da hat man sich morgens um 9 erstmal zum ersten Kaffee getroffen. Wie soll die Zeiterfassung geschehen? Minuten genau oder halb Stunden gerundet? Wie sind Pausenzeiten, wie sind Abwesenheitszeiten geregelt? Und wie lautet der tägliche Dresscode? Hat noch niemanden geschadet, zu einer Bank im Anzug zu gehen, aber spätestens danach ergibt sich oftmals ein erheblich legererer Code. Anti-Patterns. Kein Augenmaß im Socializing. Die Kollegen beim Kunden sind nicht deine Freunde. Sie sind maximal Kollegen. Eigentlich sind sie Kunden. Es geht darum, dass du eine Arbeit ablieferst. Must-haves, gerade eben schon benannt, Kompetenz, Seriosität, Seniorität. Das ist das, was man als Freelancer ausstrahlen muss, um halbwegs ernst genommen zu werden. Kommen wir weiter zu den Do's und Don'ts aus der Praxis. Punkt 1, Lehren aus der Krise, aus Corona. Die Freelancer sind zuerst gegangen worden. Heißt, wenn die Techniktochter eines Luftverkehrsunternehmens die Stammbelegschaft auf Teilzeit runterschraubt, dann werden sie ganz sicher nicht einen Freelancer zu erheblich höheren Kosten voll bezahlen. Dementsprechend muss die Prämisse lauten, laufende Kosten reduzieren und dafür zu sorgen, dass man ein Portfolio an verkäuflichen Wertanlagen hat. Langfristige Bindungen sind dort schädlich. Wenn man freie Zeit findet, nutzen. Aufgeschobene Projekte, Aus- und Fortbildung, der Jahresabschluss, die Steuererklärung. Und gegebenenfalls sollte man mal gucken, ob man wirklich nur in Hamburg oder Stadt der Wahl tätig sein möchte oder gegebenenfalls gibt es darüber hinaus auch noch Möglichkeiten. Licht am Horizont. Inzwischen ist die alte Knappheit wieder da, der Rubel rollt wieder. Anti-Patterns im Geschäft. Werkverträge. Man verpflichtet sich, etwas vollständig bewirkt zu haben. Ich habe noch kein Projekt erlebt, wo es nicht irgendwelche Knüppel gab, die zwischen den Beinen gelandet sind, wo die glatt liefen. Bei Werkverträgen verkalkuliert man sich quasi immer. Habt Vorsicht bei Zahlungsmodalitäten auf Augenhöhe. 60 Tage Zahlungsfrist ist ziemlich unangenehm. Und führt im Zweifel dazu, dass man ein komplettes Quartal beim Kunden vorgeleistet hat, bevor man auch nur das erste Mal einen Cent sieht. Und bitte glaubt nicht das, was euch erzählt wird. Bleibt skeptisch und denkt dran, die Vertragslage muss lange nicht der Rechtslage entsprechen. Sprich, auch wenn wir nicht dem Schutz des Privatkunden vor Gericht genießen. Trotzdem ist es so, dass Regelungen nicht rechtsfest sind. Betreibt gefälligst Vorsorge und haltet euch fern von kreativen Steuersparmodellen. Bereitet Standarddiskussionen, sei es Neid, sei es Stundensätze, argumentativ vor. Habt dort Antworten in petto. Achtet darauf, wie viel ihr selber leisten könnt. Ich habe vorhin von 12 Stunden gesprochen. Ja, die sind anstrengend.
scheiße anstrengend. Wenn man dann das Wochenende auch noch Rufbereitschaft hat, das kann man nicht lange durchhalten. Und plant euch Urlaub und Freizeit fest ein. Handelt professionell, bleibt ethisch sauber und verliert die Bodenhaftung nicht. Letzte Folie. Dankeschön, meine Frau, dass sie mir vieles abnimmt, damit ich, sei es diesen Vortrag machen kann, sei es selbstständig sein kann, den Korrektorinnen der Folien, den Kollegen und Kolleginnen auf dem Stammtisch und dem Orga-Team und allen Helfern der Froscon. Jetzt wäre der Moment für Fragen. Vielen Dank, Henning. Es kommen tatsächlich schon die ersten Fragen, das finde ich gut, sonst hätte ich noch welche gehabt. Aber dann fangen wir an mit dem ersten Gast. Wenn mir mein Arbeitgeber eine gewisse Zeit pro Monat gewährt zu freelancen, inwieweit gelten dann die Aussagen deines Vortrags? Eingeschränkt. Eingeschränkt dadurch, dass wenn ich mit, 10 Stunden pro Monat sind 150 Stunden, die man dann regulär arbeitet. 140, 150 Stunden. Damit sind erhebliche Bereiche des Risikos abgedeckt. Sprich, man kann viel, viel freier damit handeln. Nein, für solche Fälle kann ich nicht sprechen. Habe ich nie gehabt. Und dann die nächste Frage. Wenn ich keinen Druck habe, dadurch, dass es halt nur die 10 Stunden sind, kann ich meinen Preis nicht nennen, bis mir ein Angebot gemacht wird, also keine Zahl nennen, sondern quasi warten, bis der Kunde sich bewegt, oder macht das dann eher einen schlechten Eindruck? Der schlechte Eindruck ist das geringere Problem. Sofern das nicht nur eine Freiberuflichkeit just for fun ist, ein Kunde wird niemals einen marktfähigen Stundensatz nennen, weil er erwartet, dass man entweder ihn höher handelt oder dass der von einem benannten Satz runtergehandelt werden muss. Das heißt, mit dadurch, dass man einen bestimmten Betrag nennt, sagt man auch, wie viel man erwartet, am Markt wert zu sein. Korrekt. Je spezieller, desto höher. Selbstverständlich. Wobei, ich habe gerade vorgestern erst mit einem Abteilungsleiter, befreundeten Abteilungsleiter gesprochen. Es werden auch für, ich will nicht sagen Junior-Admins, aber für durchschnittliche Admins gute dreistellige Stundensätze bezahlt. War mit einer 1 vorne vor, aber es ist auf jeden Fall für gute Admins dreistellig. Gut, die nächste Frage, die dann da ist, wie kann man mehrere Jahre für einen Kunden arbeiten, ohne in das Problem der Scheinselbstständigkeit zu geraten? Wenn man dann ja letztendlich einen seiner Admins ersetzt. Also, Punkt 1, die Definition von Scheinselbstständigkeit ist komplex. Es geht nicht darum, dass man einzelne Kriterien erfüllt, sondern es geht in der Regel um eine Gesamtschau des Bildes. Und spätestens dann, wenn man beim Kunden in mehreren Projekten tätig ist, gibt es die Möglichkeit, dort zu argumentieren. Dann, wenn man für mehrere Kunden gleichzeitig tätig ist, gibt es die Möglichkeit zu argumentieren. Und es gibt noch eine gesetzliche Freizeichnung namens, in dem Moment, wo man einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten hat, ist man auch außen vor. Das heißt effektiv, man kann beim selben Arbeitgeber sein, solange man dort verschiedene Tätigkeiten quasi macht. Oder man kann mehrere Arbeitgeber haben, für die man parallel mehrere Jahre quasi arbeitet. Korrekt. Wobei nicht Arbeitgeber, Auftraggeber. Sorry, da merkt man, ich bin nicht selbstständig. Da jetzt noch keine eigenen Fragen kommen, habe ich noch so ein paar. Wie lange hast du gebraucht bis zur echten ersten schwarzen Null? Oder was würdest du jemandem raten, der selbstständig werden will? Mit wie viel Rücklagen muss er rechnen, dass er quasi die schwarze Null erreichen kann, wenn er halbwegs erfolgreich ist? Ganz grob. Okay. Bei mir selbst war es so, mein Arbeitgeber war, oder voriger Arbeitgeber war mein erster Kunde. Ja,
Das ist aus Perspektive Scheinselbstständigkeit ein No-Go, aber inzwischen 12 Jahre her sollte damit verjährt sein. Ich habe damals für bescheidene Stundensätze gearbeitet, die darauf gemünzt waren, dass meine Kosten gedeckt waren. Entsprechend hatte ich quasi schon mit der ersten Rechnung die schwarze Null. Gestartet bin ich damals 2009 mit 2000 Euro Rücklagen in die Selbstständigkeit. Sofern man sich auf eine vernünftige Zahlungsfrist einigen kann, ist das auch weiterhin durchaus realistisch. Sprich, ein Monatsgehalt in petto, damit man leben kann, bis die erste Rechnung reinkommt. Anders schaut es aus, in dem Moment, wo man noch keinen Kunden hat und sagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen und mache mich jetzt auf die Suche nach dem Kunden. Da muss man halt wissen, in welchem Marktumfeld man sich befindet, wie lange man denkt, für die Kundensuche zu brauchen. Dort fällt es mir schwer, eine sinnvolle Antwort zu liefern. Vorschlag wäre, ein Quartal sollte man sich dort dann schon selber ernähren können. Das sind doch schon mal gute Aussichten für alle Leute, die sich selbstständig machen wollen. Kleine Frage noch von mir tatsächlich. Nachdem du die Projekttypen alle aufgezählt hattest, hattest du ja auch gesagt, du sollst im Zweifelsfall Ersatz für Admins sein, die in Projekten gesteckt werden. Jetzt kenne ich meine eigene Arbeit, weiß, wie meine Admins arbeiten und weiß, wie deren Arbeit aussieht. Sprich, durchaus nicht immer alles dokumentiert und dann müssen Patches gemacht werden, keiner weiß wie und so weiter. Wie rechnest du so oder wie intensiv fragst du dann deinen zukünftigen Auftraggeber, wie das gemacht wird, respektive wie schätzt du dann ein, wie lange du brauchst, um dich da ein- und einzuarbeiten, wenn du halt den Kunden nicht kennst? Okay, das gerade eben skizzierte Szenario hat immerhin den Vorteil, dass man den Kollegen, der vorher den Job gemacht hat, weiterhin fragen kann. Es ist nicht der Fall, wie ich es bei einem Kunden hatte, dass binnen 8 Wochen die Mannschaft von Bord gegangen ist. Aber mindestens 4 Wochen, eher 8 Wochen braucht man, um beim Kunden Wirksamkeit zu zeigen. Alles, was schneller geht, ist bei Betriebsprojekten eher unwahrscheinlich. Sprich, ja, es ist eine von meinen Kernfähigkeiten, mich dermaßen schnell in eine fremde Materie einarbeiten zu können, um dann möglichst fix, möglichst schnell Wirksamkeit zeigen zu können. Und es ist ein Teil meiner Erfahrung, auf die ich dann zurückgreifen muss, wenn Dokumentation wie üblich nicht vorhanden oder veraltet oder grob falsch ist. Du musst dann effektiv deinem Arbeitgeber oder deinem Auftraggeber klar, quasi klar machen, dass genau das die Schwierigkeit ist und das dich auszeichnet, dass du da so schnell reinkommst. Weil der geht ja davon aus, es gibt den Standard-Admin, der die Standardarbeit macht. Und die kann ja jeder. Ja, natürlich. So Basis Unix Admin Theorie und geht immer. Wirklichkeit. Genau. Gut. Da jetzt keine weiteren Fragen kommen oder ich zumindest keine sehe im Chat, danke ich dir sehr herzlich für den Vortrag. Ich fand es extrem spannend. Auch die Feedbacks im Chat sehen so aus, dass die Leute den Vortrag schön fanden. Wenn ihr wollt, gebt Feedback über das FRAP. Da gibt es eine Möglichkeit, Feedback zu geben. Moment, ich werfe den Link gerade hier rein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf der Foscon und viel Spaß bei den nächsten Vorträgen. Tschüss! Vielen Dank und tschüss. So, den Stream habe ich jetzt ausgestellt. Der sollte auch gleich weg sein. Jo, das sieht schön aus. Wie fühlst du dich? Jo. Ich hoffe, Gut. ich habe nicht ganz so viele Rs gemacht, so wie im Chemnitzer-Vortrag. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nein, habe ich nicht. Wir sind noch drauf, sagen Sie. Kann ich nicht bestätigen. Ich sehe ihn auf Pause. Ja, wir Ich höre sind auch die noch in Musik. der. Wir sind im BBB, sind wir drin, aber nicht auf dem Stream. Ja. Genau. Das heißt, alle Leute, die noch da sind, können zuhören.
Nein, habe ich nicht gesehen. Ich fand ihn gut. Wenn du ein bisschen Feedback zum Thema Vortragsmanagement haben möchtest, ein bisschen bessere Überleitung zwischen den einzelnen Themen wäre schön. Das geht aber tatsächlich in dem Vortragsraum mit den Leuten drin besser. Weil momentan sieht man nur dich und nichts anderes, nicht um dich herum. Das ist was, was mir bei vielen Vorträgen einfach auffällt, dass da diese singuläre Fokussieren nur auf den Vortragenden und nichts drumherum, das macht es schwierig. Das heißt, wenn du einen Vortrag wirklich in einem Raum hältst, bei Leuten, glaube ich, fällt das nicht so stark auf. Sag Ansonsten, mal, wie viel Zeit haben wir? also wir sind jetzt exakt mit deinem Vortrag durch, es ist 14 Uhr. Wir haben jetzt die Stunde erreicht und in einer halben Stunde kommt der nächste Vortrag. Also sonst wäre doch mal die Idee, dass du, oder möchtest du den Raum nicht freischalten, dass noch weitere Fragen mündlich gestellt werden? Könnt ihr, also die Chat-Leute können das gerne machen. Ich kann mal gucken, ob ich generell, ja, Konferenz-Stummschaltung ist aufgehoben. Damit könnt ihr jetzt quasi alle, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch auch so beteiligen. Wenn ihr euch per Chat, per Speak beteiligen wollt, müsst ihr einmal auf das Mikrofon gehen und dann eure Audioeinstellungen neu starten. Aber dann könnt ihr alle quasi mitreden. Okay. Jo, also vielen Dank für Kritik. Ich für mich habe festgestellt, dass ich mich mehrfach verblättert habe. Das hast du aber gut dann überspielt, beziehungsweise gleich gesagt, Entschuldigung, gleich kommt wieder das Richtige. Da hilft Ah. es manchmal, einen Presenter zu nutzen. Also diese kleinen Richtig. Logitech-Presenter oder so. Da hast du einmal den Klick einfach nur einmal und fertig. Ja, und ich habe mit Mausrad arbeiten müssen, weil ich mir mal habe sagen lassen müssen, dass die Tastatur zu laut für das Mikro ist. Man hat teilweise das Klicken gehört, das fand ich spannend. Also wenn du jetzt sagst, du warst mit der Maus unterwegs. Also Aber ein paar Mal hat man ein Klicken gehört. Das ist nicht weiter schlimm. Jojo. Aber so ist passiert. Ich Ja. glaube, die Nun wollen alle denn. nur zuhören. Jo. Dir Gut. großes Dankeschön. Bitte sehr, gerne wieder. Ne? Dann würde ich jetzt allerdings die Konferenz schließen. Weil dann wird auch die interne Aufnahme gestoppt und unsere Organisatoren sind glücklich, wenn man Schnittmarken setzen kann. Von den Zuhörern kommt ein Danke. Das würde ich sagen, passt auch, kommt auch von mir so. Wünsche ich euch allen noch viel Spaß auf der Forscon und bis demnächst. Ciao, ciao. Bis demnächst und hoffentlich nächstes Jahr wieder live.